In einem Sog der Karten. Zog er Karten. Keine Ahnung. Und damit hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu Ballatro. Einem kleinen Spiel, was ich in letzter Zeit sehr häufig gesehen habe. Moment, kann ich das Spiel nicht umstellen auf Deutsch? Ich habe es auf Deutsch gesehen, dementsprechend finde ich es gerade ein bisschen komisch, dass es irgendwie nur auf Englisch ist bei mir gerade. GameSpeed können wir gerne hochpacken, von mir ist aufs Doppelte. Play this card, ja. Screenshake, 50%. Zurück. Ah, danke. Deutsch bitte, danke. Ah, genau. Jetzt haben wir es nämlich. Und zwar Ballatro, einem kleinen Spiel, was ich zurzeit halt häufiger geguckt habe. Bei Leuten, die das so gemacht haben. Und zwar ist es ein Poker... ein Poker-Roguelike-Spiel, könnte man sagen. Ich habe es noch nicht selbst gespielt. Ich habe es bisher nur gesehen, aber es sieht sehr interessant aus. Dementsprechend dachte ich mir, spiele ich es einfach mal. Und hier kriegen wir offenbar jetzt ein kleines Tutorial. Hallo, mein Name lautet Jimbo. Ich bin hier, um dir das Spiel beizubringen. Dein Ziel ist es, Chips zu verdienen, um den gegnerischen Blind zu besiegen. Das hier ist ein Small Blind. Du musst nur 300 Chips erzielen, um ihn zu schlagen. Wähle den Small Blind, um die Runde zu beginnen. Genau, dann können wir den hier auswählen. Und offenbar ist das jetzt das Tutorial. Du verdienst Chips, indem du Pokerhände spielst. Jede Pokerhand verdient einen Basisbetrag an Chips, der mit einigen multipliziert wird. Deine Pokerhände kannst du im Bereich Durchlaufinfo ansehen. Dort findest du auch weitere Infos über deinen aktuellen Durchlauf. Genau, und dann können wir hier sehen, das sind halt normale Pokerhände, die man so spielen kann. Also hier High Card, wenn du die höchste Karte erzielt halt. Und hier bekommt man dann 5 Chips und das wird mit dem Multiplikator 1 multipliziert. Wenn ich jetzt ein Paar spielen würde, würde ich standardmäßig 10 Chips bekommen und dann eben würde das mit einem Multiplikator von 2. Also man hätte 10 Chips basismäßig mal 2, also mindestens 20 Punkte für ein Paar. Und so weiter und so fort. Das geht dann hoch bis zum Straight Flush. Und das sind dann 100 Chips mal 80, also mindestens 800 Punkte. Genau, und an sich kann man hier auch die Pokerhände sehen, wie die so funktionieren. Also zum Beispiel, also ich glaube, die meisten Sachen verstehen sich von selber. Straight bedeutet einfach nur eben 5 Karten hintereinander, aufeinanderfolgende Ränge. Und es müssen halt 5 Karten sein dafür. Der Flush sind 5 Karten mit derselben Farbe, aber egal welche Wertung. Full House. Ein Drilling und ein Paar, also 3 gleiche und 2 gleiche vom Kartenbild her. Vierling, 4-mal dasselbe Kartenbild. Und Straight Flush sind 5 Karten, die hintereinander folgen und mit derselben Farbe sind. Und es gibt dann tatsächlich noch so ein paar andere Sachen. Genau, das hier sind so die Blinds, das sind die Gegner. Und zwar kann man sagen eben, okay, ich spiele entweder gegen den, das heißt, erreiche mindestens 300 von den Chips. Und als Belohnung bekommt man dann halt irgendwie, wie was hier steht, so Dollar. Und das sind dann halt immer pro Zeichen 1 Dollar. Oder man kann unten eine Belohnung mitnehmen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Belohnung überspringen, nützlicher Tag, gib 1 Dollar pro gespielte Hand in diesem Durchlauf. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich werde den Small Blind überspringen, dann bekommt man eben diesen Tag. Und dann, ja, bekommt man das, also dann kriegt man halt das, was da unten so steht. Und je weiter man halt geht, desto mehr Punkte muss man machen. Also beim ersten, beim Small Blind 300 Punkte. Der Big Blind macht dann 450 Punkte, muss man erreichen. Und dann eben ganz am Ende gibt es einen Boss und da muss man 600 Punkte erreichen. Und der hat halt auch immer so eine Schwierigkeit. Und zwar sagt das hier, wirft 2 zufällige Karten pro gespielte Hand ab. Eine gespielte Hand bedeutet eben das, was ich hier auswähle und spiele. Aber das wird uns der Joker wahrscheinlich gleich auch alles sagen. Karten verdient ihr. Also Karten verdienen dir außerdem einige Chips. Bewege deine Maus darüber, um das zu sehen. Genau. Gutscheine, keine Gutscheine, okay, ich weiß nicht genau, achso, weiter. Wähle nun bis zu 5 Karten zum Spielenden und drücke die Hand spielen. Genau, und da drüber steht halt zum Beispiel eine 9, gibt 9 Chips, jede Face-Karte gibt 10 Chips, ein Ass gibt 11 Chips und das geht halt immer so weiter hoch. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hier gucken würde, Bube, Dame, König sind nicht kein Straight oder irgendwas, ich habe hier jetzt ein Paar, spiele das Paar, bekomme halt jeweils 9 Chips dafür. Und das hat mir das halt gegeben und ja, und so sind wir auf 56 Chips gekommen.
Du kannst außerdem bis zur ausgewählten Karte abwerfen, um sogar noch stärkere Hände zu bilden. Probier's aus. Genau, was haben wir hier jetzt? 5, 6, 7, 7. Bube, Dame, König. Okay, ich könnte jetzt sagen, ich werfe die alle ab, um neue Karten aus meinem Deck zu ziehen. Aber Vorsicht, du kannst nur eine begrenzte Anzahl an Händen und Abwürfen pro Runde spielen. Verdiene 300 Chips, bevor du keine Hände mehr hast, und diese Runde zu gewinnen. Viel Glück! Genau, und hier sehen wir halt, wie viele Hände wir spielen können und wie viele Abwürfe wir noch übrig haben. Hier sehen wir, wie viele Runden wir gespielt haben. Und hier unten Ente bedeutet, also Anti, bedeutet halt, eine Anti sind alle drei hiervon. Und davon muss man 8 schaffen, um das Spiel zu gewinnen. Genau. So sieht's mal aus. So, was haben wir jetzt? 10, Bube, Dame, König. Das heißt, wir bräuchten noch einen 9. Deswegen werden wir den Buben da wegwerfen. Hoffen, dass wir eine 9 bekommen und bekommen gerade keine 9. Werfen wir das mal ab. Haben wir nicht, aber wir haben ein Full House. Das gibt uns 40 Chips plus 4. Und das rechnet sich halt so. Der rechnet das alles automatisch, aber ich rechne es euch mal vor, dass jede Face-Karte halt 10 Chips nochmal extra gibt. Das heißt, es sind 50. Das heißt, 50 rechnet sich auf das darauf, sind 90 mal 4, sind also 360 Punkte, sind mehr als genug, um das da zu schaffen. Das heißt, wir spielen jetzt diese Hand. Und wie ihr jetzt hier sehen werdet, sind da diese Flammen. Und diese Flammen bedeuten, dass wir mehr geschafft haben, mit einer Hand zu spielen, als das, was wir erreichen müssen. Genau, und jetzt haben wir das geschafft. Und kriegen 3 Dollar, weil wir halt den Small Blind besiegt haben und weil wir noch 2 Hände übrig hatten. Dafür bekommen wir 1 Dollar pro Hand. Und wenn wir mit mehr als 5 Dollar hier rausgehen aus einer Runde, also im Nachhinein jetzt, ich gewinne jetzt 5 Dollar, hab dann 9. Und wenn wir dann theoretisch davon, jetzt kommt nämlich ein Shop, wenn wir weniger als ausgeben, also wenig genug ausgeben, dass wir noch 5 Dollar haben und am Ende der Runde noch 5 Dollar übrig haben, bekommen wir 1 extra Dollar noch dazu. Gut gemacht. Nun, da du deine Menge Geld hast, kannst du dir ein paar neue Karten im Shop kaufen. Versuche, diesen schicken Teufel zu kaufen. Genau, den Joker kaufe ich mir jetzt so. Das hier ist einer der 150 Joker, die du in deinem Durchlauf hinzufügen kannst. Jeder Joker macht etwas anderes. Dieser hier fügt plus 4 Multiplikator zu jeder Hand hinzu, die du spielst. Sei wählerisch, du kannst nur 5 Joker-Karten gleichzeitig haben. Das sind quasi so passive Fähigkeiten, die abseits von allem nochmal oben drauf gerechnet werden. Kaufe nun die andere Karte im Shop. Verstärkt 2 gespielte Karten auf Mult-Karten. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Diese Tarot-Karte ist ein Verbrauchsgegenstand. Die hier verstärkt deine Spielkarten. Bewahre sie also auf. Du kannst bis zu 2 Verbrauchsgegenstandskarten gleichzeitig haben. Wenn du genau ansparst, kannst du dir einen Gutschein kaufen. Gutscheine verbessern passiv deinen Durchlauf. Gutscheine werden wieder aufgefüllt, nachdem du den Boss Blind besiegst. Und sieh dir beide Booster-Pakete in jedem Shop an. Sie stecken voller unnützlicher Sachen. Gehen wir zur nächsten Runde. Okay, wähle den Big Blind aus. Oder überspringe ihn, um einen Tag zu erhalten. Jeder Tag hat einen einzigartigen Effekt. Aber achte auf den Boss Blind. Er hat die Fähigkeit, um die du herum planen musst. Genau, wirf 2 zufällige Karten pro gespielte Hand ab. Das heißt, wir wollen versuchen, dass unsere erste Hand, die wir spielen, direkt sitzt und direkt ja, passt. Nicht, dass der uns irgendwas abwirft, was wir uns aufsparen wollten. Wenn du ihn anschlägst, steigt die Ante und alle Blinds werden schwieriger. Schlage die Ante 8, um zu gewinnen. Wähle nun deinen Weg. Gibt 1 Dollar pro ungenutzten Abwurf in diesem Durchlauf. Nein, danke, ich spiele lieber. Genau. Wenn du mehr Karten erhältst, wenn du mehr Karten erhältst, denk dran, dass du sie neu anordnen kannst. Joker werden von links nach rechts ausgelöst. Und denk dran, deine Verkaufsgegenstände zu verwenden. Wähle bis zu 2 Karten auf deine Hand aus und drücke Verwenden, um auf der Tarotkarte, um sie zu verstärken. Na, ich nehme direkt die beiden Buben. Damit die beiden Buben uns jeweils, wenn wir sie spielen, 4 Multiplikator geben. Was schon eine ziemlich nützliche Sache ist. Genau, der Joker. Es gibt nämlich auch Joker, die geben uns mal Multiplikatoren. Und die wollen wir dann ganz nach rechts setzen. Weil erstmal wollen wir die Plus-Multiplikatoren haben. Und dann wollen wir mal Multiplikatoren haben. So, 2, 3, 4, 5, 7. Das heißt, wir wollen die auf jeden Fall loswerden. Und erstmal abwerfen und gucken, ob wir da vielleicht was machen können. 2 Buben, Dame. Also ich kann jetzt erstmal hier die als Paar spielen. Das heißt, sie geben plus 4 Multiplikator. Er gibt uns generell plus Multiplikator.
So, was haben wir noch? Kreuz, Kreuz, Kreuz. Achso, wir können hier unten auch sortieren nach Rang, was jetzt gerade war, und nach Farbe. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir wollen die abwerfen. Kriegen wir noch ein Kreuz dazu. Dann haben wir hier jetzt einen Flash. Das heißt, alle haben dieselbe Farbe, beziehungsweise dasselbe Symbol. Genau, nochmal 4 Multiplikator und damit haben wir es. Multiplikator, Mann. So, 4 Dollar. Wir haben noch 2 Hände verbleibend. Gewinnen 6 Dollar. Sehr schön. So, hier. Erhalte dauerhaft plus eine Hand pro Runde. Das wollen wir auf jeden Fall sofort haben. Weil damit können wir eine Hand mehr spielen. Und mehr Geld haben wir auch nicht. Also nächste Runde. So, wirf 2 Karten pro gespielter Hand ab. So, wirf 2 zufällig. Ja, okay. Das habe ich ja gerade erzählt. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir wollen jetzt erstmal... Ich glaube, euch alle abwerfen. Genau, und abgeworfene Karten gehen nicht zurück ins Deck. Wir können uns auch hier unser Deck angucken, was für Karten noch übrig sind. Und abgeworfene Karten sind halt in diesem Spielzug nicht, nicht mehr verfügbar. Und hier sieht man, Basiskarten sind alle da. Und man hat von Anfang an eben von Ass bis 2 von jeder Farbe jeweils eine Karte. Was immer so mal um 52 Karten, wie in jedem normalen Pokerblatt ist. So, dann spielen wir mal unseren Flush, den wir haben. Und der hat gerade 2 zufällige Karten weggeworfen, aber das ist kein Problem. Wir haben ja den Buben hier noch. Wenn ich den Buben versehentlich Joker nenne, dann tut's mir leid. Dann einfach nur, weil der hat ja ein J, das bedeutet halt Junge, beziehungsweise im Englischen ist es eigentlich der Jack of all trades. Und im Deutschen heißt es halt der Bube. Deswegen ist da ein J, falls ihr das nicht wusstet. So, jetzt sind wir in Ante 2. Das heißt, wir haben jetzt die 9 Blinds und wirft 2 zufällige Karten. Ne, das ist der alte noch. Achso, wir sind jetzt erstmal noch im Shop. Okay, gut. So, hier haben wir jetzt ein paar Joker, ein paar neue. So, nicht entdeckt. Plus ein Mult pro hintereinander gespielter Hand. Ohne eine wertende Bildkarte. Okay. Weiß ich nicht. Jede gespielte Karte mit der Farbe Karo bringt mal 1,5 Mult, wenn gezählt. Farbe ändert sich am Ende der Runde. Ist eigentlich ganz cool, aber ich glaube, wir brauchen halt ein paar mehr Karten. Was ist das? Erhalte dauerhaft plus 1 Abwurf. Ich glaube aber, ich nehme den hier mit. Genau, den packen wir ans Ende. Dann wird nämlich immer, kriegen wir immer 1,5 mal Multiplikator am Ende dazu. Verbessere High Card. Um 3 Level. Definitiv. Weil wenn wir dann nur eine einzelne High Card spielen, genau. Ist das jetzt 35 mal 4? Das heißt, das ist sogar noch besser als ein Straight zu spielen. Wenn wir einfach nur eine High Card spielen, was Multiplikator und so angeht. Wir haben zwar jetzt nicht das Geld von der Runde bekommen und sowas alles, aber ich glaube, die Sache war es jetzt gerade wert. So, der hatte mir gerade gesagt High Card. Ich habe hier 2 Paare. Und der gibt mir gerade Karumult, also ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Genau. Achso, er gibt vorher schon mal Multiplikator. Okay, dann wollen wir die so rumspielen? Ist eigentlich, glaube ich, egal. So, dann spielen wir auf jeden Fall hier den Flush. Und das sollte ja dann auch schon gut ausreichen. Ne, noch nicht ganz. Okay. Da muss ich auch noch so ein bisschen gucken. Aber das wäre jetzt High Card. Jede gespielte Karte der Farbe Karo. Okay, doch. Können wir hier... Okay, der zieht sofort. Das heißt, wenn wir dann einen anderen Mal-Joker haben, also, ne, Joker, der uns Mal-Multiplikator gibt, dann können wir den hier nach links schieben, beziehungsweise sollten wir ihn weiter nach links schieben. Jede Bildkarte auf der Hand hat eine Chance 1 zu 2, um 1 Dollar zu bringen. Plus 12 Mult, wenn deine gespielte Hand Straight enthält. Ist interessant, aber ich glaube, ich würde jetzt erstmal wirklich sagen, wir spielen erstmal die nächste Runde. Alle Karo-Karten werden geschwächt. Der geht natürlich direkt entgegen dem hier, weil der geht immer noch auf Karo. Und den Boss-Blind können wir übrigens nicht überspringen. Dafür bekommen wir nichts Besonderes. Wie gesagt, das ist jetzt meine erste Runde. Das heißt, wenn ich jetzt noch irgendwas falsch sage oder so, dann... Liegt das daran? Genau, das ist ausge-X'd. Das heißt, er gibt uns keine 10 Chips oder irgendwas. 1, 2, 3, 4, 5. So, spielen wir hier erstmal den Flush. Das gibt uns schon mal 792. Das ist schon mal nicht verkehrt.
Die Sache ist halt, wir können auch theoretisch einfach die Karo-Karten abwerfen, wenn wir sie haben. Ne, Moment. Das machen wir anders. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist ein Straight Flush. Der gibt uns generell schon mal 100. Und dann nochmal 2, mal 8 plus die 4, die dazukommen. Alles in Ordnung. Das lief gut und wir haben Zinsen bekommen, weil wir vorher mehr als 5 hatten. Jede gespielte Karte erhält dauerhaft plus 4 Chips, wenn gezählt. Oh, der ist richtig gut, wenn man den am Anfang des Spiels bekommt. Dieser Joker erhält plus mal 0,5 Mult für jede verkaufte Karte. Wird zurückgesetzt, wenn Boss Blind besiegt wird. Oh, wird zurückgesetzt. Nee, dann ist der kacke. So, wir kaufen jetzt auf jeden Fall ihn, packen ihn am Anfang, weil er gibt uns dann, wie gesagt, er gibt jeder normalen Karte halt einfach dauerhaft Sachen dazu. Wir kaufen mal ein Celestial Pack. Im Celestial Pack sind Planetenkarten und die erhöhen das Level. Also jede von den Pokerhänden hat halt ein Level. Und je höher gelevelt, desto mehr machen die halt an Multiplikator und auch an Basischips einfach schon mal. Und wir können hier auch sehen, wie oft wir welche Hand gespielt haben. Wir haben den Flush am meisten gespielt, das heißt, den wollen wir am besten, weil wir den gut spielen können, wollen wir den am besten hochpowern. Hier haben wir den Straight Flush, ist nicht ganz das, was ich denke. Full House hatten wir einmal, ein Vierling hatten wir noch gar nicht. Straight Flush hatten wir einmal bisher. Aber wie oft werden wir das wohl schaffen? Weiß ich nicht. Plus 3 Mult, plus 40 Chips, plus 2 Mult. Ich glaube, das ist wahrscheinlicher. Das heißt, wir kaufen die oder nehmen uns die Karte aus dem gekauften Pack und spielen mal die nächste Runde. Was haben wir hier? Wähle eine aus bis zu 2 Geistkarten zur sofortigen Verwendung. Ich bin mir bei Geisterkarten noch nicht so sicher. Die kenne ich noch gar nicht so gut. So, wir hätten hier auf jeden Fall schon mal einen guten Drilling. Aber ich werde mal... Nee, wir haben nicht nur ein Drilling, wir haben hier sogar ein Full House. Ja. Das werde ich mal sofort spielen. Genau, und er verbessert jetzt die einzelnen Karten. Oh ja, da sind wir schon bei über 2000. Da sind wir doch fast dran. 1, 2, 3, 4. Das heißt, wir wollen jetzt nach einer weiteren Herzkarte suchen. Und da haben wir auch direkt eine. 4, 5, 6, 7... ist Flush oder Straight? Nee, Flush ist besser. Zack. Auch wenn wir dadurch natürlich Mult dazu bekommen hätten durch... Ah nee, Herz bringt uns diesmal mehr. Seht ihr, da muss man mal drauf achten. Weil da steht ja, Farbe ändert sich am Ende der Runde. Der ist immer unterschiedlich, der ist immer anders. So, wir kriegen 7 dazu. Bist du immer noch auf Herz? Bist du immer noch auf Herz. Jede gespielte Karte zählt bei der Punktezählung. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Paar spielen und doch eine andere Karte reinwerfen, die nicht zu dem Paar gehört, werden trotzdem die Punkte davon gezählt. Plus 40 Chips für jeden verbleibenden Abwurf. Ist natürlich am Anfang des Spiels gut, wenn wir noch keine weiteren Karten abgeworfen haben. So, jetzt machen wir mal das hier, ein Arcana Pack. Das gibt uns nämlich wieder eine von den Tarotkarten. Was haben wir denn hier? Verstärkt 2 gespielte Karten auf... 2 gespielte Karten auf Mult-Karten, also ausgewählte Karten. Versteckt eine ausgewählte Karte in eine Goldkarte. Die Goldkarte 3 Dollar, wenn diese Karte zum Ende der Runde auf der Hand ist. Verwandelt bis zu 3 ausgewählte Karten in Peak. Und wir haben hier eine ganze Menge Peak. Das ist natürlich auch ganz cool. Ich werde aber vielleicht die Asse... Ja, ich werde die Asse mal in Mult-Karten verwandeln und dann mal die nächste Runde auswählen. Wähle 2 aus bis zu 5 Spielkarten. Nee, wir spielen mal den Big Blind. Okay, was haben wir denn hier? Ist schon sortiert. Okay, cool. Nach Rang. 10, Bube, Dame, König. Ist natürlich cool. Den zweiten Buben werfen wir mal weg. 10, Bube, Dame, König, Ass. Was verstärkst du gerade? Immer noch Herzkarten. Wir haben den Herzkönig, den wir gerade dabei haben. Dann nehmen wir lieber das Ass mit. Beziehungsweise, nee. 1,5. Ne, dann sind die 4 Mult, die wir da dazu bekommen, viel besser. Ah, das war jetzt nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte, tatsächlich. Was können wir jetzt hier bald draus machen? Noch nicht so viel, tatsächlich. Wir wollen am besten Herzkarten eigentlich haben. Ich wollte gerade sagen, aber dann halte ich mal die Kreuzkarten. 6, 7, 8, 9 ist natürlich cool. Ah,
nicht das, was ich mir jetzt erhofft hatte, bin ich mal ganz ehrlich. Ich habe mir jetzt eine 5 oder sowas erhofft. Dann spielen wir mal zwei Paare. Und hoffen mal, dass das jetzt ausreicht. Das reicht bei weitem alles nicht aus, was wir hier gerade zurecht spielen. Das könnte schon unsere erste verkackte Runde sein. Ach, wir haben Full House auf der Hand. Gucken wir mal, ob das jetzt irgendwie viel bringt. Ich glaube aber, das reicht nicht aus. Nee, wir müssen jetzt eine richtig gute Hand machen. Wir können nicht mehr abwerfen. Haben wir noch den Flush. Er verbessert halt immer schön unsere Sachen, aber das bringt uns nicht so viel, weil wir hier keinen extra Multiplikator haben. Das heißt, mit der Hand müssen wir jetzt gucken, dass wir das Beste draus machen. 6, 7, 9. Nee, ich sehe jetzt nicht viel mehr als die hier, aber das ist halt nur ein High Card. Das ist gerade nur ein High Card. Gibt ein paar mehr als High Card. Nee, High Card haben wir ja hochgelevelt. Gucken wir mal. Ja. Nee, und damit haben wir unsere erste Runde Ballatro verloren. Da weiß, wie es heißt. Die Bank gewinnt immer. Höchste Punktzahl 2337. Höchste Punktzahl ist Anti. Wir sind bis Anti 3 gekommen und sind bis zur siebten Runde gekommen. Ja. Cool. Gehen wir mal zurück ins Hauptmenü. Ja. War doch auf jeden Fall ganz interessant, würde ich sagen. Da haben wir nochmal unsere Statistiken, Kartenstatistiken. Genau, insgesamt mit dieser Karte. Achso, wir können hier gucken, welche Joker haben wir am meisten, welche Gebrauchs, welche Tarot, welche Planeten, welche Geister und welche Gutscheine wir am meisten so gekauft haben oder generell gekauft haben. Und hier in der Sammlung, achso, da wird jetzt angezeigt, welche Joker wir schon haben und so weiter und so fort. Ich würde aber sagen, dabei belassen wir es erstmal und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ballatro, denn das war nicht das einzige Video, was ich aufnehme. Ich werde jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen, die seht ihr dann aber morgen. An der Stelle sage ich erstmal Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.